willkommen zum vierten oder dritten, wir wissen noch nicht genau. Fünfter, also, sagen wir fünfter. Der achte Teil von der Saga Karate-Anime zum Goldenen V. Diese ganz besondere Ausgabe, kann man sagen. Ja, für Liebhaber. Absolut. Liebhaber-Exemplar. Das ist, glaube ich, wirklich für Freunde von spezieller Unterhaltung. So. Von sehr speziellen Unterhaltungen. Mhm. Ich freue mich, dass du aber immer noch hier bist und noch nicht gegangen bist. Denn sonst hättest du auf jeden Fall ein Highlight verpasst in dieser Sendung. Okay. Wir haben ja immer hier diese wunderschöne Spielwiese. Ja. Und ich bin da ja auch so ein bisschen immer auf der Suche nach Dingen, die ich für mich so neu entdeckt habe und die ich sehr, sehr mag. Und ich weiß nicht genau, wie lange das her ist. Vielleicht ist es schon ein Jahr oder so her oder ein halbes Jahr. Ich weiß nicht genau. Irgendwann bei YouTube ist mir da eine wunderschöne Stimme über den Weg gelaufen mit einem wunderschönen Song. Die Dame, die mich da so beeindruckt hat, heißt Mine. Und ich war wirklich hin und weg von der Stimme und habe irgendwie seitdem diese Sendung hier existiert, die ganze Zeit gedacht, ich muss die unbedingt mal einladen und die muss unbedingt mal singen. Und jetzt kommt's, dann lade ich die ein zur Sendung mit Karate Andi. Karate-Angriff, genau, und, ja. Und erfahre auf einmal, dass sie tatsächlich auf deinem Album zu hören sein wird. Ja, das stimmt. Das habe ich nicht geahnt, sogar. Das habe ich nicht gewusst. Also, wie ist das zustande gekommen? Ja, gut und gut gesellt sich gern, glaube ich. Ne? Ich glaube einfach, dass so ist es entstanden. Wir können sie ja gleich auch noch mal fragen, wie sie das empfunden hat. Auf jeden Fall ist Mine heute da und wird, ich weiß noch gar nicht, welchen Song sie performen wird. Du, ich weiß das auch nicht. Ich werde mich wirklich jetzt einfach komplett überraschen lassen. Wir freuen uns jetzt ganz, ganz doll auf der Spielwiese hier bei Zum Goldenen V. Auf Mine und Joschka. Herzlich willkommen! Woo! Nur für uns jetzt. De pum pam pam, ne pane tum tum. 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 De pum pam pam. Es heiß, es brennt, das Glück ist scheu, es rennt, und ich lauf hinterher. Ich lauf hinterher. Ich lauf hinterher. Ich lauf hinterher. Passiert, fängt gerade an. Das Glück ist nah, es liegt an mir. Ich sollte mitgehen, aber ich bleib hier und schau ihm hinterher. Ich schau ihm hinterher. Ich schau ihm hinterher. Jeder geht für sich, die vielen Möglichkeiten verorten mich. Das Glück ist heiß, es brennt, das Glück ist schnell, es rennt und ich komm nicht hinterher. Ich komm nicht hinterher. Ich komm nicht hinterher. Hey,
natürlich an der Loop Station am Mikrofon und für Joschka an der Gitarre. Tausend Dank. Selber. Und jetzt setzt du dich auf jeden Fall noch zu uns. Hier hast du einen Platz. Und extra ein Mikrofon für dich. Auch geil. Und extra auch Getränke jetzt für dich. Du hast ja auf jeden Fall jetzt was verdient. Willst du dich uns anschließen? Ja. Dann, lieber Nando, wir würden doch hier jetzt mal so 3 Weinschörchen nehmen und einige Pfeffis auf jeden Fall. Also 1, 2, 3. Cooper nimmt auch noch einen. Der auch. Also dann haben wir 5. Außer es möchte noch jemand hier? Nein? Noch nicht? Nee? Okay. Und wenn du mittrinken willst, Nando natürlich auch. 5 bis 6 Pfeffi, irgendwie sowas. Dankeschön. Voll schön, dass du da bist. Ja, dass vielen, ich da vielen Dank, auch. Dass du den weiten Weg von Mainz nach Berlin auf dich genommen hast. Ja, gern. Um uns hier zu beglücken. Und ich habe auch, gebe ich zu, im Vorfeld schon, also ich habe ein Geschenk bekommen. Darüber freue ich mich sehr. Dein Album kommt am 15.04. Richtig. Und wie wir schon festgestellt haben, verrückterweise, wirst du nicht nur darauf zu hören sein, sondern auch noch auf dem Album von Karate Andi namens Turbo, das wiederum am 13.05. kommt. Du sprichst das falsch aus, das heißt Turbo. Ich kann doch kein R rollen. Ach so. Das ist fies. Es gibt aber verschiedene Möglichkeiten, das R zu rollen. Wie kannst denn? Auch R machen. Ich kann es nicht. Oder R. Probier doch mal. Wir bringen dir das jetzt bei. Ey. Nee, das ist angeboren. Echt? Ja. Man kann, es gibt Leute, die das R nicht rollen können. Ja, das ist wie Zunge rollen. Das geht auch nicht. Danke, dass du mir das endlich mal sagst. Ich versuche seit 28 Jahren, das R zu rollen. Und jetzt erfahre ich, dass ich gar keine Chance habe. Jo, das ist so fies. Du willst es gar nicht hören, wie das klingt, weil es klingt, also ich kann es einfach nicht. Trau dich doch mal, für uns alle. Dankeschön. Das ist eher wie so ein Bär. Ja, boah, richtig traurig, aber nichts. Ne? Ja, ihr könnt das, ich kann das nicht. Dann auf Turbo. Auf das gerollte R. Das ist ja ein Doppelter. Auf Turbo und natürlich auch dachte auf ich auch erst, aber die gehen trotzdem leicht rein. Ja, läuft. Grüßerchen. Prost. Prost da hinten. Cheers. Oh Gott. Nee, was ich auch interessant finde, dass ihr beide euch trotzdem halt noch nie begegnet seid. Das ist heute quasi die erste Zusammenkunft zwischen euch. Ja, das ist richtig. Ja, na, das stimmt. Wie geht's so? Hey, mir geht's voll gut. Und selbst? Voll toll. Hier in Berlin ist alles so aufregend. Voll. Warst du auch im Mauerpark heute? Wo ist denn der Mauerpark? Ich bin doch Tourist. Ich hab keine Ahnung. Im Prenzlauer Berg? Nee. Da gibt es so einen tollen Flohmarkt und so Live-Karaoke. Also das ist da habe ich meine Karriere begonnen übrigens. Ich bin ein riesen Karaoke-Fan. Ja, dann solltest du da mal hingehen, sollst du nächsten Sonntag wieder herkommen. Ja, ja, vielleicht. Also was auf jeden Fall hier schon mal festzustellen ist, Karate Andi mag die Lichter nicht so und die Kameras auch nicht und Interviews eigentlich auch nicht so. Du hast auch gerade schon gesagt, dass du auch ein bisschen aufgeregt warst. Magst du auch all das hier nicht so doll? Also würdest du auch lieber eher gerne so Künstlerin sein für dich selbst, ohne dass dieses ganze Zeug hier so... Ja, also zum Leute kennenlernen ist auf jeden Fall gut. Denn sonst hätte ich dich ja nie getroffen. Ja, doch, stimmt. Und ihn natürlich auch nicht. Ja, wahrscheinlich, ne? Ja, harte Realität unter Musikern, halt wird alles gedropboxed. nee, aber ich bin auch jetzt nicht so der Kamera-Fan, muss ich sagen. Okay. Also ich bin dann lieber doch nur bei Musik beschäftigt. Aber vielleicht gewöhnst du dich ja noch dran. Also ja. So ein Stück weit gehört es ja leider halt einfach dazu, ne? So. Ja. Um die Menschen auf sich aufmerksam zu machen. Und ich bin ja auch dankbar, wenn die Leute das gut finden. Und das muss man ja auch irgendwie dann die Musik nach außen tragen können. Was, glaube ich, ganz klar gerade zu hören war, ist, dass das irgendwie eine ganz verzauberte, besondere Musik ist, die man wieder mal nicht so richtig in irgendeine Schublade stecken kann. Und trotzdem kann man aber auch sagen, dass du so als Künstlerin irgendwie auch immer wieder einen starken Hip-Hop-Bezug hast. Also jetzt diese Zusammenarbeit mit Karate Andi ist ja nur eine von ganz, ganz vielen. Du hast mit den Orsons gearbeitet, mit Fatoni, mit Edgar Wasser, mit Samy Deluxe und so weiter und so fort. Ist da irgendwie in dir einfach eine permanent schwelende große Liebe für Rap? Oder woher kommt dann da dieses permanente Auftauchen deiner Stimme in dieser Welt? Also ich bin auf jeden Fall großer Deutsch-Hip-Hop-Fan, ja. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich so viel kenne wie ihr beide oder so, aber der kennt gar nichts. Ich kenne gar nichts. Außer dich selbst. Ich kenne mich selber. Aber mir fehlt halt oft in deutschsprachiger Popmusik der Wortwitz und auch einfach geile Lyrik. Und die finde ich halt oft im Hip-Hop, deswegen höre ich das viel auch. Und ich habe halt auch immer Hip-Hop gehört, ich bin damit auch aufgewachsen und deswegen, ich kann halt gar nicht rappen. Hast du es mal versucht? Ja, mit 10 oder 11 vielleicht. Aber ich habe früh gemerkt, dass ich nicht schnell sprechen kann. Oh. Ja, deswegen lasse ich das lieber sein.
Aber ich könnte mir schon vorstellen, so eine gewisse Art von Sprechgesang, glaube ich, würde dir auch ganz gut stehen. Das muss ja, aber das wäre dann halt eher so Romanus-Style oder so. Und ich denke dann auch immer so, okay, andere können das halt besser. Wieso mache ich nicht das, was mir besser steht und was ich besser kann und überlasse das dann lieber denen, die das halt gut machen. Ich schreibe zum Beispiel auch nicht immer viel Text. Meine Texte sind sehr minimalistisch. Und wenn ich das jetzt rappen würde, dann wäre der Song immer nur so 30 Sekunden lang. Wäre ja auch nicht so geil. Wir haben übrigens noch gar nicht gesagt, wie der Song eigentlich hieß, den du heute performt hast. Hinterher heißt er. Also ich kannte ihn noch nicht. Ich finde ihn wunderschön. Er ist natürlich auch auf dem Album drauf. Ich gebe ehrlich zu, so richtig, meine Liebe zu dir ist entbrannt durch Ziehst du mit. Ach, das doch. Ist halt klingt wie ein Song für mich. Da hätte ich auch vorher drauf kommen können. Ne? Verdammt. Apropos Wortwitz, ich wollte mir auch wieder einbringen von der Seite. Nee, aber das ist, glaube ich, schon so ein Song, der... Also einfach auch nicht mehr aus dem Kopf geht und irgendwie komplett dann im Loop so läuft im Kopf und ist wahrscheinlich so bislang auch so dein kleiner Hit so gewesen, oder? Boah, ich glaube, ich hatte noch keinen Hit, ey. Aber, ich fand, das war gerade ein Hit, tatsächlich. Ja, danke. Ja, doch, wirklich. Ja, aber was ist ein Hit, muss man dann erstmal überlegen. Das stimmt, ja. Und das entscheidet ja scheinbar H.B. Baxter, haben wir heute gelernt, was ein Hit ist. Und was ja, aber das kann man ja für sich selbst auch entscheiden. Ja, ich habe das für mich gerade selbst entschieden. Siehst du, und ich habe auch für mich entschieden, dass Ziehst du mit ein Hit ist. Und ich glaube, das auch, aber das muss schon ich noch zwei erfahren. Hits, Mensch. Gleich mehr als ich. Gleich werde ich arrogant, ey. Hitmaschine. Nee. Es ist ja jetzt schon eigentlich ein bisschen unromantisch fast, dass ihr beide euch eben zum ersten Mal begegnet, obwohl ihr irgendwie musikalisch zusammengearbeitet habt. Aber wer entscheidet sowas dann im Hintergrund? Ich finde, wir können es jetzt auch mal ganz ehrlich sagen. Also es war jetzt H.B. nicht Baxter. So. Ja, Mann. Der hat uns irgendwie zusammengebracht. Er hat gesagt, das passt einfach, die beiden. So, vielleicht kannst du mir die wahre Geschichte erzählen. Mach nicht. Nee. Nein. Nee, okay, gut. Oh Gott, jetzt noch weniger Redebedarf. Ich habe voll Angst, ich kenne ihn nicht. Ich weiß ja gar nicht, wie der drauf ist. Vielleicht will er das nicht, wenn ich es dir jetzt erzähle, dann kriege ich nachher voll auf die Fresse. Nee, du kannst das erzählen. Also. Auf die Fresse? Nein, ich glaube, der ist ganz lieb eigentlich. Ne? Du tust immer nur so hart. Ja, ich glaube, ich tue immer nur so. Ja. Ich glaub auch. Aber zum Beispiel mit Leuten halt wie Fatone oder so bist du auch wirklich sehr, sehr gut befreundet. Ne? Also da ist es nicht nur so, so ein Dropbox-Verhältnis. Auch. Also ich meine, wir sind befreundet, ja, aber auch erst durch die Zusammenarbeit. Wir haben halt gemerkt, dass wir einen sehr ähnlichen Musikgeschmack haben und dadurch haben wir sehr viel Kontakt, weil wir uns ständig irgendwie Musik hin und her schieben. Und ja, und das haben wir, aber wenn wir zusammenarbeiten, läuft das auch meistens irgendwie nur über Internet, weil er wohnt ja in München und ich wohne in Mainz und mit Edgar war sowas auch so, das war dann so, ich habe da einen Vers, ich habe da einen Beat, dann schicken wir uns irgendwie hin und her und ja, befreundet über weite Distanz. Läuft das bei dir auch so, dass du mit deinen ganzen Kumpels und Beatbauern und so das alles nur so durch die virtuelle ja, Welt ballerst? Ja, ich hasse die eigentlich auch alle, ich kann mit denen immer nicht in einem Raum sein, deswegen mache ich das alles immer nur übers Internet. Oder vielleicht hassen die auch mich, ich weiß es nicht, das weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall können wir uns alle gar nicht leiden, mit denen ich Musik mache. Und deswegen machen wir das alles über das Internet. Aber diese ganze Vorstellung, die wir alle haben, dass ihr alle zusammen so lagerfeuermäßig da sitzt und Jam-Session macht und so und zusammen brainstormt, das ist alles ja, leider gibt es ja Hip-Hop Open nicht mehr. So, da hätte man die Chance gehabt, irgendwie sich da mal hinzusetzen ums Lagerfeuer. Aber ich muss sagen, der erste Kontakt geht meistens nie über Internet oder so. Also gerade wenn man irgendwie merkt, man will zusammenarbeiten, dann ist es meistens, wenn man jemanden trifft und irgendwie das Gefühl hat, irgendwie ist es geil und ich glaube, ich könnte mit dem gut schreiben. Also bei mir ist es jedenfalls selten so, außer es war so Auftragsarbeit wie bei dir. Ja. Da hat das Geld auch einfach gesprochen. Ne? Ja, ne? Also was soll ich denn da machen? Ja, eben. Alter. Die Miete bezahlt sich auch nicht von alleine. Ne? Aber ansonsten ist das eigentlich schon, ist mir persönlich auf jeden Fall der Kontakt auch dann wichtig. Wir haben ja auch bei dir schon geklärt, du wirst in dem Monat vor Oktober auf Tour gehen. Ne? Genau, in dem, ja. Das genau, in dem haben Monat, wir schon abgesprochen. Und ja. Du wirst in dem Monat vor Mai auf Tour gehen. Nee, während im Mai noch. Machst du Liste klar aber für Berlin? Ja, klar, ja, wenn du kommst. Aber nicht, wenn du jetzt sagst, ich will Liste und dann kommst du nicht und dann hätte jemand anders kommen können. Das Achso, nee, nee, das sind nee, nämlich ich hier ja in Berlin ist es ja nee, oft komm, der komm, Fall. Nee, ich komm dann. Gehen wir zusammen? Klar, können wir machen. Wir es nochmal probieren nach unserem gescheiterten ja. Echo-Date. Vielleicht wird das nochmal ein besseres Date als der Echo, ja. Ja, dann nehmen wir halt einfach keine Kameras mit, ne? Ja. Vielleicht wird es dann ein bisschen also besser. Also ich nehme dann da Kameras mit, aber mit nach Hause. Warst du schon mal auf dem Echo, Minu? Nee, ich war, nee, aber ich halte mich auch gerne fern von jeglichen Teppichen jeder Farbe. Das finde ich sympathisch. Ja, ich glaube, gerade an die Zukunft auch. Aber ich habe es probiert. Ne? Ich wollte es einfach mal gucken, wie das so... Ich finde das auch nicht schlimm. Ich verurteile es auch gar nicht. Also wenn jemand da Bock drauf hat und so, dann ist das absolut in Ordnung. Aber mir wäre das einfach zu viel. Ich glaube, ich könnte die Aufmerksamkeit nicht in eine Richtung lenken, weil einfach so viel Geballer ist. Irgendwie.
Das ist mir zu hart einfach. Ja, ich habe es verstanden. Ja. Geballer. Aber wie stellst du dir denn dein Leben als Künstlerin so zukünftig vor? Weil du ja auch gerade ganz bescheiden gesagt hast, du hast eben noch keinen Hit und so gehabt, aber wahrscheinlich schwelt ja trotzdem in jedem Mensch, der seine Musik und seine Kunst nach außen trägt, irgendwo auch der Wunsch, gehört zu werden, Aufmerksamkeit zu bekommen, wahrscheinlich auch die meist und größtmögliche Aufmerksamkeit, oder? Aber du würdest gerne darauf verzichten, auf dieses ganze Gedöns, was damit zu tun hat? Ja, ich weiß das irgendwie selbst noch nicht so richtig, aber ich merke oft, dass ich dann erst merke, was ich gerne will, wenn es schon passiert und ob ich damit jetzt zufrieden bin oder nicht. Also gerade was so Reichweite oder Konzertbesucherzahlen angehen oder so. Aber im Allgemeinen kann ich schon sagen, dass ich eigentlich schon das mache, was ich will und deswegen eigentlich gar kein Ziel mehr habe, was jetzt so Erfolg angeht. Weil ich, ja, also wenn es kommt, dann ist es natürlich nicht schlecht und dann freue ich mich, aber es wird nichts dran ändern, was ich tue, wenn jetzt irgendwie 200, 300 Leute mehr aufs Konzert kommen oder halt eben nicht. Weil ich will eigentlich nur geile Alben machen, die ich selbst mir kaufen würde. Und das mache ich schon. Das kannst du wahrscheinlich so unterstreichen, ne? Für dein Das habe ich bei der letzten Promophase auch immer so gesagt. Wirklich. Und hat sich's jetzt geändert seitdem, oder? Ja, natürlich, ich mache es nur wegen dem Geld jetzt. Nee, Quatsch, also da kann ich hier vollkommen zustimmen. Dann bedanke ich mich einfach ganz, ganz doll, dass du da warst. Ne? Jetzt muss ich auch los, mein Flugzeug kommt gleich. Nein, ich finde das wirklich wunderschön. Ich freue mich noch ganz, ganz viel mehr. Ich werde das gleich im Auto hören, auf jeden Fall. Jetzt, also so schnell habe ich das auch noch nie erlebt. Okay, ciao. Tschüssi. Tschüss, war schön. Nein, es war wirklich schön. Also Mine, das Ziel ist im Weg. Und natürlich auch Karate-Andi mit Turbo. Ich kann das hier gerade. Turbo! Ja. Es tut mir so leid, dass ich es nicht aussprechen kann. Das war schon bei Schwester Eva ein Albtraum, weil ich Kurva nicht. Wissen ja auch viele nicht, woher der Albumtitel kommt. Der kommt nämlich, da waren wir auf Interrail-Tour in Frankreich. Und so haben die Leute die Peace-Ticker, von denen wir uns unser Peace gekauft haben, ihr Peace-Werbung für gemacht. Ist Turbo! Das war das einzige französische Wort, das wir so verstanden haben. Also, wenn das französische Wort ist. Ich gehe mal stark von aus. Jetzt habe ich auch noch die Geschichte hinter dem Albumtitel kennengelernt. Offensichtlich wolltest du es auch loswerden, ne? Also das musst du ja mal raus jetzt. So. Das brannte mir so auf der Seele. Klumpenfragen wollte ich dir eigentlich gar nicht stellen, warum du dein Album so genannt hast, aber jetzt ist es raus. Jetzt haben wir vergessen, Mine zu fragen, warum ihr Album einfach Das Ziel ist im Weg heißt. Das Ziel ist im Weg? Ja, Das Ziel ist im Weg. Ah. Das ist auf jeden Fall so doppelbödig, glaube ich. Mhm. Ne? Sehr spannend. Vielleicht heißt das auch so, vielleicht hat sie den Titel auch auf dem Interrail-Trip in Frankreich gefunden. Vielleicht. Wir werden das leider heute nicht mehr erfahren, denn Mine ist einfach ganz schnell in ihren Flieger gesprungen. Ja. Ab nach Frankreich zurück zur Interrail-Trip. Ab nach Rimini. Zum Beispiel. Die Diskothekenszene. Ey, bevor wir es vergessen, du musst mir noch was geben. Ach stimmt, ich habe ja ein Geschenk mitgebracht. Ja. Ich schenke ja gut und gerne, ne? Das ist ja echt mein Steckenpferd. Das finde ich großartig. Kriegst du aus mir nicht raus, ich bin echt ein großherziger Schenker. Dann übergib mir doch mal das Geschenk, was du mitgebracht hast. Ich glaube, das, oder? Ach, liegt das hier schon? Ja, siehst du, das habe ich ja hier hingelegt und das habe ich natürlich auch, wie es mir typisch ist, natürlich auch verpackt. Und ich würde dir das jetzt übergeben. Mhm. Und ja. Kannst du im Ansatz irgendwas andeuten, was sich hinter dieser wunderschönen Verpackung verbergen. Also ich kann nicht viel verraten, aber es ist ein Ersatzteil für eine Nähmaschine. Also ich verrate jetzt aber nicht welches. Oh, dann ist es ja immer noch spannend. Also eben, deswegen. Da müssen die Leute jetzt selber ein bisschen rätseln. Dann hoffe ich mal, dass der nächste Gast oder die nächste Gästin oder die nächsten Gäste eine Nähmaschine haben und damit irgendwas anfangen können. Ja, ich hoffe es auch. Ich werde das natürlich wie immer gut verwahren und verpacken. Aber warte mal, nee, ich pack's lieber hier hin. So, lieber Andi. Jo. Das war interessant. Durchwachsen. Durchwachsen. Mal schön, mal schweigsam, mal wütend, mal feuchtfröhlich. Also wir haben auf jeden Fall viel erlebt zusammen. Jetzt, ich glaube, das war Minusglas, oder? Meins? Nee. Ich nehme das auch. Also meiner ist gleich leer. Du kannst dir alles noch austrinken. hast du ein Fazit zu der Begegnung hier mit mir, die letzten Tage quasi? Wir haben ja jetzt hier wirklich Tage miteinander verbracht, um das hier alles aufzuzeichnen. Mein Fazit wäre: Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das hat Tante Erna schon immer gesagt. Und ich finde, das ist immer wieder ein Spruch, der sich immer doch wieder krass so. Also ich muss sagen, ich finde es schön, dass du da warst. Ich weiß ja auch, dass du zum Album nicht viele Interviews geben wirst, weil du einfach, wie wir schon mitbekommen haben,
Ich lasse das Album einfach mal für sich selber sprechen. Ne? Ja, du hast mehr Spaß auf jeden Fall ja, in anderen Situationen, als dabei irgendwie gefilmt zu werden. Und deswegen freue ich mich auch wirklich drauf, dich bald wiederzusehen, ohne Licht und ohne Kamera. Da freue ich mich auch, wenn wir wieder zusammen Containern gehen irgendwie. Ne? In Hellersdorf. Wie in der alten Zeit. Wirklich. Ja. Endlich mal wieder mit dir unterhalten. So richtig. Ja. Darauf freue ich mich wirklich. Also, Karate, Andi. Turbo kommt Chapeau. Im Mai, auf das du weiterhin gesund und munter bleibst, auf dich aufpasst. Das hoffe ich und aber auch, ja. Das war's. Ich freue mich wie immer auf euer Feedback und es geht weiter. Und ihr dürft euch natürlich auch die anderen bisherigen Folgen angucken und checkt Mine aus, kauft euch das Album von Karate, Andi und bis zum nächsten Mal. Yo, Shoutouts an John Borno von der Human Traffic Crew, der bringt bald das alles das schöne Album raus. Das müsst ihr euch auch kaufen. Kommt bald, yo. Auf einmal redet er. Jetzt redet er. Jetzt, wo alles vorbei ist. Ja, ich brauche mal so 4 bis 5 Weine, bis ich rede. Aber warte, dann drehen wir doch jetzt nochmal den Redebedarf teil. Tausend Dank, dass ihr eingeschaltet habt zur zweiten Folge hier in meiner wunderschönen kleinen Wohnzimmerkneipe zum Goldenen V mit Schwester Eva. Hallo. Schön, dass du da bist. Was für eine Form von Tupperdosen verkaufen sich besonders gut? Das ist eine gute Frage. Die kleinen, mit der kleinen Öffnung. Wir beide haben gemeinsam ein erstes Mal erlebt, gestern nämlich auf der Venus. Ja, jeden Tag. Du hast mich jeden Tag geschlagen. Da war kein Eintagpause. Jeden Tag einfach, jeden Tag. Für meine Königin, Herrscherin, Kaiserin, Kleopatra, Kleopatra. Doch egal wie schön ich sing, begabt oder reich ich bin, deine Sucht nach mehr trennt uns wie ein ganzer Ozean. Ich pack mein Herz auf den Beat und lass dich darauf tanzen, tanzen. Dir gehört dieses Lied, ich lass dich darauf tanzen.